CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat kurz vor dem CDU-Parteitag in Leipzig Fehler und schlechtes Krisenmanagement in ihrem ersten Amtsjahr eingeräumt. In einem Interview für die ARD-Dokumentation Die Notregierung, ungeliebte Koalition, sagte sie: Das ist natürlich nicht spurlos an mir vorübergegangen. Das kann man an Umfragewerten sehen. Das kann man natürlich auch an Diskussionen in der Partei sehen, so Kramp-Karrenbauer. Zugleich äußerte sie Verständnis dafür, dass es in der Partei Kritik an ihrer Person gegeben habe. Eine Partei, die CDU insbesondere, will natürlich immer eine Vorsitzende, von der sie weiß, die steht da vorne, auf die kann ich mich verlassen, die macht keine Fehler, sagte die 57-Jährige. Die Partei habe ihre Fehler dann aber wahrgenommen.